Oh oh, Magier, 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 Magier. Zack, falschen Magier getroffen. Aber Magier muss eliminiert werden, denn der Magier ist das, was nur wirklich schlimm werden kann. So, Farmer ist eliminiert. Oder habe ich noch einen Farmer Schleicher? Habe ich noch einen Farmer? Gut, das hat funktioniert. Toten Kumpel. Ich nehme mal den gesamten Tisch mit. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht. Eventuell sollten wir irgendwann auch mal diese Sammelaktion hier beenden. Einfach nur, damit wir sie beendet haben. So, wann geht's hier? Das ist eine Tür. Gut, merken wir, hier ist eine Tür. Nur eben wissen, wohin der Aufzug führt. Alftand Eisruine. Alftand Eisruine, okay. Ich habe gerade irgendwie gerade das Gefühl, dass die Eisruine, die war doch draußen, oder? Ja, die war draußen. Also eine oben. Wir sind ja durch die Eisruine reingekommen. Haben wir unsere Quests, glaube ich. Also müssen wir, also ich gehe einfach mal weiter hier rein, runter. Wer ist da? Niemand verzaubert mich. Okay, der Blitz. Und wir haben eine Frostbissspinne. Okay. Frostbissspinne ist weg. Was habe ich ihn gerade aufgehoben? Das wird euch eine Lehre sein. Scheiße, der hätte nicht angreifen sollen. Gut, haben wir aber das Problem gelöst. Okay, ich trage schon wieder zu viel. Halleluja. Ja, okay, jetzt habe ich definitiv was falsch genommen. Okay, jetzt gehe ich mal Kategorie für Kategorie durch. Eisendolch brauche ich nicht. Der ist zwar was wert, aber kann auch weg, vorläufig. Die Farmer-Kriegsack kann weg, Pickaxe kann weg. Mutkarte-Axe kann weg. So, Gewicht ist schon gelöst. Bekleidung habe ich eine ganze Menge mit. Die blaue Magierrobe ist was wert und wiegt auch nur eine, also kann sie bleiben. Du wiegst gerade mal 14 und bist unglaublich viel wert und eigentlich auch verdammt gut, hast nur gerade einen Bug. Farmer-Schild kann weg. Die Diademe möchte ich gerne behalten, die sind wirklich unglaublich viel wert. Du hast genau dasselbe wie die blaue Magierrobe. Du bist verzaubert mit einem Zauber, den ich gern hätte. Du wiegst eine ganze Menge, aber bist auch unglaublich viel wert. Die zerrissene Hose brauche ich nicht. Das Zwergenschild würde ich auch momentan gern behalten. Die Zaubertränke bleiben, Schriftrollen bleiben, das Essen kann weg. Zutaten bleiben, Bücher bleiben, Schlüssel bleiben, sonstiges. Der beschädigte Buch kann weg. Der Dwemerbecher kann weg. Die Flöte kann weg. Leere Skuma-Flasche kann weg, leere Weinflasche kann weg. Der Löffel kann weg. Die beiden Papierrollen können weg. Die Schreibfeder kann weg. Die Säge kann weg, Tintenfass kann weg. Das ist der ganze Schwachsinn, den ich bis jetzt gerade rumgetragen habe. Was hast du? Eisenzweihänder. Wow, ich nehme schon direkt wieder Schwachsinn mit mir auf. Ja. Nächste macht man's. Rucksack aufräumen und direkt wieder umvermüllen, ne?
hier muss ich rein. Oder? Ja, hier ist eine Tür. Dann geht's da rum und da haben wir den Eingang. Hier haben wir wieder so eine Stolperfunkdrahtfalle. Die sogar noch automatisch zurückschneidet, finde ich ja sehr schön. Ich glaube, ich habe um 10 nach angefangen, also um 10 nach halb. Das heißt, ich mache jetzt auch nur bis. Also mache jetzt offiziell bis 10 nach. Also ich habe um 40 angefangen. So wollte ich sagen. Ich habe um 40 angefangen, glaube ich, das mache ich bis 10 nach. So, jetzt habe ich es richtig. Ich kann sogar mein kleines Hirn jetzt ordentlich verarbeiten. Einsetzen. Ja, ich hab einen kleinen Hirn. Das ist direkt neben dem Großhirn. Ne? Ui, toll, fallen wetten zu wenig, löst wieder einen aus. Wir können aber wieder anfangen zu schleichen, aber warum? Geht auch genauso gut so. Und wir haben ein bisschen Action. So wirkt es gerade ein bisschen, als ob man einen Bart hätte. Öffnen wir einfach mal die Tür. Ah, ich erinnere mich. Das habe ich doch nicht Let's Played. Genau solche Dinge. Wer ist da? Aber ich erinnere mich privat. Kommt und platt machen. Bam. Wir konnten unter das Höschen gucken, das war eklig. Jetzt nehmen wir noch einmal da hinten auf, ich guck mal hier rum. Also ich guck mich mal hier um, ich habe mich wieder versprochen, deswegen habe ich gerade ein Gedankenlückchen. Das kennt man ja gar nicht alles mehr von mir. Ich habe ja wirklich nur noch überall Scheiße und ansonsten bringe ich überhaupt nichts mehr zustande. Wow, ich bin schon wieder überladen. Davon habe ich eigentlich keine aufgenommen, Bekleidung. Scheiß auf den Wert. Ist mir ernsthaft scheiß auf den Wert. Scheiß auf den Wert. Scheiß drauf. Also nicht ihr solltet, sondern ich für mich momentan privat. Ich habe echt so viel Schwachsinn mit mir rum. Wo ich mir jetzt einfach mal denke, rigoros das aussortieren, was wirklich nie benutzt wird. Und das sind diese komischen Schwerter. Ich habe einen Traum für ein Langschwert, also für eine Zweihandwaffe. Und ich werde diese Zweihandwaffe auch irgendwann mal haben. Um ehrlich zu sein, ich spiele jetzt gerade auf diese Zweihandwaffe hin. Kaum zu glauben, aber ja, tue ich. Das ist nämlich eine Quest, für die ich die Vampir-Quest fertig haben muss. Deswegen kommt jetzt für mich privat der Versuch, diese verdammte Zweihandwaffe zu kriegen, damit ich ja nicht hier aufhören kann, diese ganzen restlichen Zweihandwaffen aufzusehen, so von wegen so zu tun und euch zu verarschen. Ey, jo, die könnte ich eventuell ja mal doch benutzen, ne? Oder die kann ich ja mal verkaufen. Wie oft kommt's vor, als ich jemals was verkauft habe? Jetzt denkt mal nach. Ich habe einmal, weil ich wirklich pleite war, aber mein Haus bauen wollte, meine Waffen komplett verkauft. Und was hat's mir eingebracht? Gar nichts. Schon wieder habe ich Scheiß mitgenommen. Und jetzt nehme ich schon wieder eigentlich alles wieder mit und werde es nicht verkaufen. Der Grund, ich sammle gerne. Im Spiel hier sammle ich gerne. Ah ja, das bringt dir nichts. Ich versuche einfach mal Platz zu machen und wieder mal in den Schritt gekickt. Der Finisher funktioniert allerdings so, dass man hier praktisch sagen kann,
man deaktiviert ihn. Habe ich gerade, was für Pfeile habe ich aufgehoben? Ich war das jetzt Bolton? Eben jetzt Bolton oder wie? Nicht Zaubertränke, bewaffen ist das, glaube ich. Ebenerzpfeile, ernsthaft, Tatsache. Ich bin eigentlich gerade nur sprachlos, das ist der Grund, weshalb ich nichts sage. Und deshalb sagt ihr nichts, ne? Weil ihr nichts sagt, ist das Let's Play hier wieder brutal stumm, ne? Entschuldigung, ich muss irgendwas sagen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich bin müde, ich will schlafen, ich nehme mir noch eben auf. Muss morgen arbeiten. Frag mich gerade, ob wegen ist es ja erster, ob mein Geld schon überwiesen oder Gehalt schon überwiesen ist von dem ersten paar Wochen, die ich jetzt da bin. Ja, ich habe jetzt um irgendwie Mitte des Monats angefangen und jetzt haben wir scheißwegen, ich weiß gar nicht, ob mein Gehalt da ist, ob. Sola, machen wir, dass wir hier wegkommen. Hat es denn noch nicht genug Tote gegeben? Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre, damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Wer ist da? Jemand. Ha, hab ich euch. Also ich finde, ihr muss ja sagen, ihr steht jetzt auch zu geil. Also der hier stört mich ja gerade hier, der Kopf. Der hat mich ja gerade mehrmals fast getötet. Genau, Serena, schießt auf sie, während ich den finisher. Und weg! In der Steinsäule. Ja, die habe ich ja gerade weggeschmissen. Schild des Blutigen! Also, ne, das sieht einfach stylisch aus. Das kann man gut an so einem Schild behalten. Ey. Schwert der Kälte, gut. Und da kommt diese Sphäre hin, so weit ich weiß, und dann öffnet sich nämlich der Geheimgang. Nach Alf, also nach diese, in diese unterirdische Welt, wo wir eigentlich schon mal drin waren. Schwarzweite, genau, so nennt sich das. Hier unten haben wir Schwarzweite und da waren wir schon mal drin. Ich weiß, dass wir in Schwarzweite schon mal drin waren. Ich habe versucht, vorhin den Eingang zu finden. Und bin dabei kläglich gescheitert. Weil hier unten Schwarzweite. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Für alle, die es noch nicht wissen. Ist ein absolut riesiges Reich. Und wie ich finde, immer wieder ein beeindruckender Anblick. Ein wirklich immer wieder beeindruckender Platz. Der Poponus Nierenwurz. Damit haben wir ja auch eigentlich schon eine Quest, dass wir da das Geheimnis davon kennenlernen sollen. Nierenwurz für bla bla bla. Und aus diesem Grund hier, ich bin einfach wirklich scharf drauf. Genauso ist es ja auch hier mit dem Seelenreich oder so, wo wir auch schon mal drin waren. Da in diesem Ort für. Dingenskirchen halt. Wie nennt man das nochmal? Da, wo wir die Seelen gefunden haben. Seelenheim oder irgendwie so. In der Richtung. Da war doch mal was. Ich bin gerade überfragt. Genau. Scheiße. Immer noch beladen. Bleib überladen. Scheiße. Ah.
kann auch unmöglich solche Probleme gerade haben, das richtige Wort zu finden. Scheiben gleich. Ich kann gerade kotzen. Nein, nein, nein. Okay, ich geb's auf. Mir fällt's nicht mehr ein. Das wird dort nichts mehr. Und ich bin überladen. Definitiv. Cool, du hast Gesundheit wiederherstellen. Das wäre jetzt ein D3-Herz, oder? Nein! Stell aber Gesundheit wieder her. Durch das Essen des Ersten kann man rausfinden, was es bewirkt. Zumindest auf den Punkt. Ich bin gerade scharf drauf, es einfach überall rauszufinden. Wenn man übrigens Pech hat, kann man zu oft Gesundheit senken erwischen. Und das könnte einen eventuell umhauen. Daher immer vorsichtig sein, wenn er sowas macht. So als guten Tipp nebenbei. So, und ich glaube, ich verschwinde jetzt wieder aus Schwarzweite. Wer ist da? Nachdem ich dich platt gemacht habe. Das wird euch eine Lehre sein. Zwergenbolzen. Seenstein, okay, okay. Und zwar mit so etwas, wie wir es hier, glaube ich, direkt haben. Also sie sind nämlich jetzt gerade in verschlossener Form. Halle Scheiße. Himmelsrand. Das sind Aufzüge nach Himmelsrand. Mit denen kommt man runter nach Schwarzer und wieder hoch. Soweit ich weiß, waren wir schon mal in Schwarzweite und haben so einen Aufzug genutzt. Wo unser Aufzug allerdings hin ist, ich habe keinen Plan. Einen großen Fahrstuhl in Alftern entdeckt. Yay! Ich suche gerade die Hebel, um rauszukommen. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Ja, sobald ich hier rauskomme, da muss. Kommt der Ort hier irgendwie bekannt vor? Aber wie wir sehen, sind wir komplett woanders, als wir vorher waren, wo wir reingegangen sind, ne? Mag eventuell auch ein bisschen eine Schneesturm liegen. Hier unten sind wir. Hier oben sind wir rein. Hier unten kommen wir raus. Verdammt, und schon wieder wollte ich die Karte mit der Maus bewegen. So, und jetzt könnte ich mir mal eben um meine Überladenes sein, denn gut, in Schwarzwald werde ich nicht mehr so aufhalten wie in dem Seelenreich da. Seelenreich war es, ja. Ich nenne es einfach, ich nenne es privat für mich Seelenreich. Ich entlade mich eben und dann sage ich einfach mal, in der nächsten Session geht weiter oder im nächsten Part, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ich sehe es in Sessions, ihr seht es, glaube ich, als Part, da für euch ja die Parts täglich erscheinen, für mich die Sessions, so wann ich Zeit habe. Und hoffentlich auch immer so, dass es funktioniert für euch. Und so früh ich die nächste Aufnahme machen kann, so früh wird natürlich eben auch die nächste Aufnahme stattfinden. Ist ja klar. Aber ich versuche immer wirklich schnellstmöglich neu aufzunehmen, einfach nur um zu verhindern, dass es etwas passieren kann wie... Ja, ne? Genau. Ich hasse es nicht, dass ich gerade wieder solche Lücken habe. Mein Hirn setzt gerade sowas von oft aus. Scheiße. Ne, also nehmt mich jetzt am besten gerade erstmal nicht allzu ernst. Denn das meiste, was ich jetzt gerade sage, ist voll Sinn.
Allerwertesten. Aber der neue Bond, der ist gut. Das kann ich mit Gewissheit sagen. Der macht echt Spaß. Vor allen Dingen was für Nostalgiker, wie ich finde. Der wirkt sehr klassisch gemacht von den Bonds her. Nicht das Alchemie-Labor. Nein, nein, nicht Alchemie. So, also... ein guter Film. Ein echt guter Film. Oh, ich freue mich schon jetzt überhaupt nicht drauf, sobald meine Häuser fertig sind. Weil wir wissen alle, was das heißt. Dasselbe, was meine Schwester demnächst auch privat macht, wobei ich dann helfen muss, ne? Nämlich umziehen! Das heißt, alles, was ich hier habe, möchte ich natürlich in die Hütte schaffen. Und ich frage mich gerade, ob ich das nicht, offline machen soll, oder... Weil es ist doch, wie ich gerade glaube, ein bisschen langwierig. Ne? Ja, die Fackeln möchte ich fast noch bei mir behalten. Oh, ich habe schon wieder 3000 Gold zusammen. Das ging ja schnell. So, da habe ich sogar hier noch ein bisschen was Besonderes. Ne, brauche ich was Besonderes. Der Vierdrachenklau brauche ich immer noch? Interessant. Die kann ich auch noch nicht ablegen. Nein, die kann ich nicht. Klar. Gut, ich habe, soweit ich weiß, wirklich viele Ringe, Diademe und Halsketten. Na gut, eigentlich nur Diademe. Da habe ich schon wieder Diadem, 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 Diadem. Ein Ring, zweiter Ring. Halskette, Diadem, Ring. Also ich hätte Diadem, Diadem, Ring, Ring. Also das waren Diadem und Ringe. Gut, sonstiges. Da kommt jetzt alles zum Schmieden rein. Die Kurumdumbarren, die Eisenbarren, das Golderz, das Leder, die Mondsteinerz, Pferdefell, Silberbarren, Silbererz. Wolfspelz, zwergische Metallbarren. Gut, Waffen habe ich, weil ich auch noch ein paar. Zwei Zwergenpfeile, 8 Ebenerz. Lege ich auch einfach mal ab. Nein, nicht die Stahlball. Da haben die schon wieder mit WASD durcheinander. So, Stahlpfeile kommen weg und die Zwergenbolzen kommen weg. Habe ich nicht schon mehr Elfenpfeile? Nein. Wie immer. Ja, die Zwergenbolzen, da sehen wir, das wächst, wächst. Stahlpfeile. Nordfalma? Schrottwurm? Keine Ahnung. Rostige? Ne, Moment mal. Moment mal. Meine Eisenpfeile sind wirklich auf 61 runter. Nein. Verarschen kann ich mich gleich besser. Und das 10-mal so gut, ey. Spiel! Herrgott, wo sind meine Eisenpfeile hin? Ich habe nie im Leben über 500 Eisenpfeile verschossen in den letzten 3 Parts. Nie im Leben. Wie stark bin ich eigentlich überladen? Ja, kaum.
Nie im Leben habe ich so viele Pfeile verschossen. Da habe ich aber eine leere Truhe. Ich hab's geschafft, ich habe keine Eisenpfeile mehr. 61! Scheibenklein, nee! Okay, welche Pfeile nehme ich jetzt? Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal an einen Punkt angekommen bin, wo ich kaum Stahl und Eisenpfeile. Bisher war es immer so, das ist sogar für mich privat, dass ich da mindestens von einer von diesen beiden Sorten immer 500 parat hatte. Stahl waren zwar immer weniger als Eisen, aber ich hatte eigentlich... Na gut, Stahl habe ich irgendwann dann genommen, wenn ich keine Lust mehr auf Eisen hatte, weil ich genug Stahl hatte. Eisen hatte ich aber nie Mangel. Nie hatte ich mit Eisenpfeilen Mangel. Also ich bin gerade echt überrascht. Nicht die Stahl, sondern Eisenpfeile. So, was nehme ich denn dafür? Zwergenpfeile würden sich ja anbieten. Die Orgischen auch. Schaden 7. Schaden 7. Schaden 8. Schaden 10. Schaden 10. Schaden 12. Schaden 14. Schaden 16. Schaden 18. Schaden 20, klar. Da oben sind sie gut. So. Da kann ich bestimmen, wie viel ich ablege. Ich glaube, so dauert das zu lange. Wie gesagt, ich möchte als 500 in der Liste bleiben. Ich habe noch 300 Pfeile bei mir, also reicht doch. So, 500 habe ich noch in der Truhe, also... 300 Pfeile sollten noch vorläufig genügen. Hoffe ich mal. So, jetzt reiche ich eben schnell zurück zu diesem komischen Eingang. Der war hier oben. Iringrad, da. Großer Verschulden, Alfthand. Gut. Und dann sage ich wirklich, dass ich in der nächsten Session dann reingehe. Jetzt mache ich mich bereit zum Pennen. Rennen mache ich dann morgen Nachmittag im Laufe des Tages. Oder wenn ich feiern gehe, müsste ich eigentlich ja genau zeitlich immer noch hinpauen. Ich speichere hier. Ausnahmsweise mal innerhalb der Aufnahme, nicht sonst wie sonst immer erst danach. Keine Ahnung, warum ich das heute so regel. Ne. Dann merke ich jetzt auch noch, ich habe irgendwie ein paar Blätter unten liegen lassen, ist mir aber gerade vollkommen schnuppe. Notebook wird runtergefahren, ich sage auf Wiedersehen, ich bin euer Fellow, ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe und ich sage... Lasst uns etwas schneller gehen. Die Sonne, sie tut meiner Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir verstehen, was du meinst, deswegen auf Wiedersehen, bye bye und ich hab Nacht.